Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zu der zweiten Folge. Und wir joinen drauf. Wie ihr seht, ich bin alleine, da ich wollte mit Flo eigentlich aufnehmen, aber der hat aktuell kein Internet. Und warum meine Stimme sich vielleicht so anhört, wie sie jetzt ist. Ich bin seit einer Stunde wach, wir haben es jetzt um Mittag rum. Ich muss schnell aufnehmen, schnell die Folge rendern, hochladen, weil ich muss zur Arbeit. Ja, mal gucken, was Flo noch gemacht hatte, aber ich glaube, der hat ja gar nicht mehr so viel gemacht. Wir gehen erstmal zurück und gucken, ob er wenigstens mir eine Werkbank oder so gelassen hat. Obwohl, die habe ich ja selber dabei. Hatte er sich hier runtergekommen? Mal gucken. Nee. Na gut, dann bleiben wir erstmal unten. So. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, worüber ich reden kann da. Ich wollte die Folge schnell machen, weil ich dann zur Arbeit muss. Oh, ich sieht sehr gefährlich aus. Eisentechnisch habe ich auch noch nicht so viel. Aber hier ist eine Menge. Dann nehmen wir das mit. Und dann schmelzen wir das Ganze einfach. Also ich habe das Gefühl, meine Stimme ist ein bisschen heiser. Wahrscheinlich gestern vom Fußball oder von der Feier. Ich bin mir gar nicht so genau sicher. Das ist sehr kratzig. Und das ist echt unangenehm, so zu reden. Freue ich mich ja schon auf Arbeit. Oh, die Pick ist kaputt. Angst, dass ein Creeper kommt oder so. Und weiter geht's. Ich stelle mir direkt hier einfach mal hier einen Ofen auf. Und tot ist er. Ja, eine Miete ist ganz gut, wer so wäre. Haben hier bestimmt sehr viel Zeugs. Und dazu noch eine Schlucht. Das kann man echt gut machen. Bisschen Kohle noch, weil ich habe gar nicht so viel. Ich denke, Flo nimmt nachher seine Folge alleine auf. Muss er ja. Es gibt ja diesen irgendwie Zeitlimit von alle 5 Stunden. Und wenn ich dann heute Abend zu Hause bin, also würde mir das jetzt einfallen, könnten wir wieder zusammen aufnehmen, da ich bin ja 6 Stunden arbeiten. Und wenn ich dann erstmal zu Hause bin, dann hat Flo bestimmt schon längst aufgenommen. Hoffentlich. Aber dann könnte es klappen auf jeden Fall. Das Holz kann ich mal ein bisschen hier mitnehmen, das ist gar nicht so schlecht. So, genau. Kann man immer gut gebrauchen. Hier ist noch Eisen, das ist sehr gut. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall voll albern heute. Ich hätte natürlich auch die Position wechseln können, aber ja, wer soll uns hier snipen? Ich weiß auch gar nicht, wer lebt oder wer überhaupt mitmacht. Ich habe mich damit immer noch nicht beschäftigt. Nach der ersten Folge bin ich direkt schlafen gegangen und ja, bin erst heute aufgewacht und dann direkt aufgenommen. Hier war, glaube ich, nichts mehr weiter. Dann können wir ja hier hingehen. Spinne. Gehen wir mal hier lang. Hier ist auch eine Fackel. Machen wir mal hier lang.
Hier sind wir denn? 27, na gut, die gibt es hier noch nicht. Aber vielleicht eine Kiste irgendwie mit einem verzauberten Buch. Das wäre ja schon ganz nice. Das Eis ist nämlich gleich mit. Okay, Wasser nur noch. Das brauche ich jetzt nicht. Ich habe eh kein Wassereimer und ich finde bestimmt noch eine andere Quelle mit Wasser. 10 Minuten habe ich sogar noch. Das ist gut. Sehr gut. Zack. Gefühlt in jedem Battle, in dem ich erstmal mitgemacht habe, war ich immer mindestens eine Folge alleine. Also mit Flo jedenfalls im Team. Okay, da ist ein Zombie. Und er hat so ein Eisen gegeben. Ganz schön viel los hier. Hallo? Das Gold ist gut. Aber ich habe leider keinen Apfel, das heißt, das kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Oder irgendwie verwenden. Zäune. Zäune brauche ich nicht. Nee, ist auch nichts weiter. Hier ist eine schöne Höhle. Da oben ist Eisen. Baue ich mich jetzt aber nicht hoch. Ist wieder ein Creeper, okay. Zack. Ich glaube, entweder über mir oder unter mir sind auf jeden Fall noch ein Minenschacht. Oder Minenschächte sind mehrere. So, dann rein das. Das auch. Habe ich alles an Essen? Ja. Wo ich hier nochmal Essen rein, das ist auch recht wichtig. 7. 5 Rauchmühlen brauche ich noch. Was ist Creeper? Jo. Alter, das war nochmal ganz knapp. Oh, hallo Kiste, ich war direkt unter der. Ja. Ich hätte gern die Kiste. Ich weiß nicht, ob es 7 Kisten gibt, muss ich gleich nochmal gucken. Aber heute wird sie eh noch nicht gebraucht. Mit richtig, ich bin so ein richtig verpeilter Boy gerade. Halb müde noch. Okay, Dias hatte ich sonst eigentlich heute gefunden, aber na gut. Wird dann halt nichts. Ist ein Skelett hinter mir. Genau. Zombie sehe ich auch und der stöhnt hier rum. Was braucht man da nicht? Rottenfleisch. Dann schmiert das Eisen, andere Eisen durch und dann kann ich mir die Eisenrüstung auch machen. Wie ein Creeper. Aber das stimmt eh. Ja, guckt's ja an. Was fehlt mir überhaupt noch? Ach, mit, der Helm. Ach so. Da waren wir lang gegangen. Hier glaube ich auch. Dann gehe ich mal die Schlucht ein bisschen hier lang oder ich guck mal hier. Okay, ja, gut, hat sich sehr gelohnt. Das muss ich schon mal zuhören. Da hinten ist noch ein Bogenschützer. Den hole ich mir mal. Nee, hier geht's nicht weiter. Oh, hier ist auch noch einer. Oh. Ah, da kommt er runter. Hallöchen. Ganz schön riskant hier. Jetzt sind wir Höhe 24, auch nicht viel weiter unten als vorher. Oh, eine Hexe.
Leider kein Trank, obwohl beide den in der Hand hatten. Aber macht nichts. Puh, Alter, ich höre ein Skelett. Bin hier bei Lava. Kein Wasser immer. Oh. Alter. Okay, das wohl für einen Spinnenspawner. Genau, Strings, dann habe ich gar nicht gedacht. Bogen, das ist eine gute Idee. Guck mal, ich habe hier noch ein Holzschwert, genau, dann kann ich das noch nutzen. Für die paar. Verteile ich alles erstmal. Was brauche ich denn nicht hier? Ich brauche ein Seed nicht. Die Blume brauche ich nicht. Oh. Kann ich das nochmal hier reinmachen? Ein Wassereimer. Lava kommt später noch. Ich werde mit Flo dann bald mal das Inventar sortieren und so weiter. War hier ein Wasserfluss? Ja, hier war irgendwo was. Funktioniert auch, ja. Das funktioniert gut. So. Ne, manchmal hat man so Backwasser und deshalb teste ich da mal ein bisschen. Hier, guck mal. Graue Wolle brauchen wir gar nicht mehr. So, Bogen. Soll ich den jetzt schon craften? Ja, können wir glaube ich morgen mit Flo machen. Ich gehe schon mal auf eine Höhe. Also um kurz zu zeigen für Flo, weil ich das ja nach Video zeige. Irgendwo da hinten kommt man raus. Hier dann. Und dann grabe ich mich einfach mal hier hinter. Nach unten. Weil ich wollte noch auf Höhe 11 gehen. Ich denke auch nicht, dass hier sonst jemand snipen wird, also ist mir das relativ mit den Koordinaten zeigen. Ah, ich habe keine Fackeln. Man sieht leider nichts im Video gerade. Ich hole mal ein bisschen Kohle. Der Ofen ist bestimmt eklig fertig. So, muss erstmal reichen. Nehme ich die wieder mit. Ja. Nehme ich den Ofen auch hier mit. Volles Inventar. Nehme ich die hier und farbe die so Stickies. Und da geht es auch. Kohle nicht. Zwei Gunpowder brauche ich nicht. Gravel hat Flo, glaube ich, mitgenommen. Aber ich lasse sie mal. Hier das Holzschwert. Guck mal, das Holzschwert brauche ich auch nicht. So, wir sind Höhe 21. Das ist gut. Erstmal. Vielleicht können zensieren es dir doch. Mal gucken, ich glaube nicht, weil was bringt das? Wer sonst hier was tun? Jetzt in der Minute Diamanten noch zu finden, wäre natürlich echt krass. Gold ist auch nicht schlecht, ja. Lava höre ich, da glaube ich, gehe ich erstmal zuerst erstes hin. Ohne Höhle. Bei Höhlen sind immer recht groß, im Normalfall. Und da findet man leichte Diamanten als jetzt hier. Also habe ich immer den Eindruck. Ist die über uns, die Höhle? Nee, noch nicht. Na gut, dann lassen wir das mit der Höhle.
Wenn es dürft, meine ich doch jetzt mal ein bisschen. Die 20 Sekunden. Gold nehme ich mit. Schmeiße ich weg. Ich glaube, die eine Fackel setze ich jetzt hier einfach irgendwo. So, na dann. War's das mit der Folge, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut Flo seine Folge auf jeden Fall an. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zusammen. Für mich vielleicht heute Abend, weil 5 Stunden warten könnte easy werden. Und dann, ciao, ciao.